Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, meine Lieben. Und es ist ein wenig komisch, nicht wahr? Dass eine weitere Folge kommt. Tja, das kann ich ganz leicht erklären. Ich habe mir das Ganze nochmal genauer angeguckt, was das letzte Mal passiert ist in der letzten Folge. Und dann hat uns der Kopf angekotzt und dabei mal eben kurz unsere Leben um 120 Punkte reduziert. Und ich habe da an der Stelle sogar noch Glück gehabt. Denn es kursiert ein Bug im Spiel. Das habe ich recherchiert, weil ich das nämlich etwas merkwürdig fand, dass der Schaden so hoch war. Ich hatte auch noch rumgetestet, ich habe mir einen neuen Spielstand erstellt, habe den Kopf getestet, den Schaden getestet auf Irre und alles. Und der kam nicht ansatzweise an den Schaden ran, wenn er mich angekotzt hat, wie das, was uns da getroffen hat. Und das ist wohl wirklich ein Bug. Es gibt wohl auch den Bug, dass gerade dieser Zombie, dieser radioaktive Kopf, einen sogar komplett one-shotten kann. Das ist nicht gewollt vom Spiel. Das ist wohl schon einigen Leuten schon passiert und mehrfach passiert. Weswegen ich beschlossen habe, dass wir mit dem EP-Malus leben. Den müssen wir jetzt erstmal wieder abarbeiten, bevor wir weitermachen. Wir haben unser komplettes Inventar verloren, komplett unsere Rüstung, wir haben alles verloren an der Stelle. Unsere Punkte bleiben erstmal noch bestehen. Aber ihr seht, wir haben jetzt halt keine 7 Punkte Standhaftigkeit mehr, weil uns die Ausrüstung fehlt. Stärke habe ich damals genau aus dem Grund hochgeskillt. Ja, es sind jetzt so Sachen. Das heißt, wir spielen einfach weiter. Den Schwierigkeitsgrad habe ich auf Überlebenskünstler zurückgestellt. Einfach weil irre ist. Ne? Das begünstigt diesen Bug natürlich. Damit sowas nicht nochmal passiert, bin ich jetzt sozusagen auf Überlebenskünstler zurück. Ich bin der Meinung, dass es ein ganz guter Schwierigkeitsgrad ist, wenn man es ein bisschen challengiger haben möchte. Und deswegen wollen wir mit dem einfach weiterspielen. Was wir jetzt erstmal machen, ist unsere Ausrüstung wiederherstellen, beziehungsweise überhaupt Ausrüstung herstellen, weil wir haben ja jetzt gerade gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen ja im Endeffekt uns erstmal sämtlichen Kram neu bauen. Wir haben unser ganzes Geld verloren, wir haben unsere Ausrüstung verloren und die Sachen sind auch weg. Wir können nicht wie einen normalen Spielstand, kann man sagen, ey, was weiß ich, leere die Sachen wieder ein. Das können wir hier nicht, weil das habe ich hier deaktiviert. Wenn man stirbt, wird alles gelöscht. So, das bedeutet, wir fangen jetzt sozusagen bei Zero an, haben zwar unsere Skillpunkte noch, aber trotzdem irgendwie ein bisschen ekelhaft. Als erstes müssen wir tatsächlich mal gucken, was wir an Rohstoffen da haben, mit denen wir das machen können. Wir haben das. Nicht mal Holz. Na gut. Warte mal, die Büsche hier sind doch Holz, ne? Ja. Wir müssen nämlich ein bisschen Holz haben, zum Beispiel den Stahlachs herzustellen. Zum Beispiel. Das wäre jetzt so das erste. Muss keine 6 sein, 5 reicht eigentlich auch. Da brauchen wir auf jeden Fall 50 Holz. Und das geht jetzt relativ schnell. Dann können wir mit der Axt nämlich dann losziehen. Dann können wir mit der Axt nämlich losziehen und richtig Holz farmen gehen. Wir haben noch ein paar Waffen im Notfall, das ist ganz gut. Wir haben ja unsere alten Waffen nicht weggeschmissen. Wir haben auch unseren Baseballschläger noch, unseren 6er. Den könnten wir auch erstmal benutzen, bis wir uns alles wieder aufgebaut haben. Damit haben wir zumindest schon mal eine Chance. Und noch mehr Holz. Ich verwechsel nicht auch irgendwelche Grasbüschel mit den Holzdingern hier. Mit den Zweigen. Da müssen wir jetzt auch echt vorsichtig sein. Weil wenn wir abseits eines Bugs getötet werden, dann ist halt trotzdem Schluss. Ich brauche ein Holz. Danke. Wir gehen am besten schnell wieder rein. Ich habe eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass noch irgendwas passiert, muss ich ehrlich zugeben. Ich dachte auch, das wäre es jetzt, aber... Naja, wenn wir durch den Bug die Staffel enden, lassen wir dann schon ein bisschen nervig, muss ich sagen.
Feuerwerkzeugteile. Klebeband. Wir brauchen jetzt ja noch keine 6er Items herstellen. Das 5er würden ja wirklich erstmal reichen. Wir haben 6er. Hätten wir theoretisch. Aber muss erstmal nicht sein. So. Habe ich nicht in der Verchecken-Kiste noch? Nein, ich habe schon vercheckt. Schade, schade, schade. Wer konnte damit rechnen, ne? Die Stahlknüppelteile behalten wir. Hier drin, dann warte mal eben. Das ist natürlich jetzt super, super ätzend. Sehr gut. Pass auf, ist egal was. Erstmal tragen. Alles erstmal Schutz. Völlig egal. Ziehen wir die Waffen hier rüber. Okay. Noch andere Sachen hier. Die man schneller reinmodden kann. Das hier in Griff. Schranksefernermod. Meine Güte. Schlimm ist, mit der wenigen Rüstung, die wir aktuell haben, hätte uns einfach die Fresse poliert. Okay, gut. Gib mir die mal her. Schmeiß den Scheiß mal ein. So, die Axt müsste gleich fertig sein. Sehr schön. Wir haben erstmal Waffen, mit denen wir arbeiten können. Das ist schon mal auf jeden Fall besser, als überhaupt nichts zu haben. Für die können wir noch modden. Mündungsfeuerbremse-Mod. Das Ding hier. Sortier mal. Ja, mal schauen. So, da kannst du mal die noch reinnehmen, ja? Dann macht die zumindest schon mal ein bisschen Schaden. Wir werden uns natürlich so bald wie möglich eine M60 wieder bauen. Sobald wie möglich heißt relativ schnell. So, Spitzhacke auf jeden Fall. Sehr gut. Medizin. Auf jeden Fall schon mal ordentlich ein. Nicht wahr? So. Gut, die Axt ist fertig. Mit der Axt kann ich dann Holz holen gehen. Unser Motorrad ist halt noch. Bist du bitte da raufgegangen? Da, das können wir noch später abholen gehen. Thank you.
Ja, es sind soweit noch keine Mods drin, alles okay. Geht aber schon. Stellt euch einfach vor, wir sind komplett zerrüttet von einer Mission zurückgekommen. Völlig zerlegt, am Ende unserer Kräfte. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir das hier wieder aufbauen. So, was haben wir denn hier noch drin? Eine Pistole, okay. Okay, okay. Stahlschiff wäre natürlich schon auf jeden Fall eine gute Idee, ne? Weil wir schon mal wieder back on track sind. Das heißt, wir brauchen. Ach, Stahlwerkzeug habe ich noch dabei. So, Spitzhacke. Stahlspitzhacke. Zack. 18 Klebebanden. Sehr schön. Für einen Stahlknüppel. 6 natürlich. Brauche ich dann nochmal. Ein Stück. Gut, dass wir in der einen Mission so viel Klebeband gefunden haben. Kleber gefunden haben. Damit hätten wir dann das für unsere beiden Waffen schon mal bitte. Dann brauche ich als nächstes ein paar neue Rüstungsteile, nicht wahr? Mit 10 Rüstungsfertigungspaket kann ich jetzt. Müssen wir mal gucken, Rüstungs. Damit kann ich was machen, auf jeden Fall. So, warte mal. Wir brauchen eine Rüstung. Stahlspitzhacke schon mal herstellen. So, wir brauchen auf jeden Fall was. Ich würde jetzt eigentlich dazu tendieren, das Kommando-Outfit vielleicht zu nehmen. So. Das Kommando-Outfit ist eine mittlere Rüstung. Schnelle Erholung. Schützt den Kopf gegen weniger Betäubung. Erhöht den Schaden mit Fernkampfwaffen, das ist natürlich richtig gut. Krassen Treter, Kohlefaser lassen sich hart aussehen und helfen dir schneller zu laufen. Wiederherstellungsgegenstände wirken schneller. Das ist natürlich auch richtig gut. Das könnte man sich halt überlegen. Wir hatten dann sonst das Priester-Outfit, ne? Wie heißt denn das? Weißt du gar nicht Priester? Weicher, Holzfäller, Nerd. Prediger. ist eine leichte Rüstung. Man hält Rabatt auf gekaufte Gegenstände, okay. Verringert eintreffenden Schaden, das ist natürlich auch schon ganz gut. Wenn du tot bist, kannst du niemanden mehr mit dem Namen des Herrn hintertreten. Heilungsdauer von Schürfwunden, Brüchen ist auch richtig gut. Die Stiefel, nee, Handschuhe sind das, ne? Prediger Hut, Prediger Handschuhe da. Die zerschmettern den Schaden gegen Untote. Das ist natürlich auch ziemlich gut. Ja, das werden wir aber mehr brauchen, glaube ich. Wir werden das komplette Kommando-Dings lernen, denke ich mal. Weil das Ding ist einfach, dass wir so schneller geheilt werden. Das ist sozusagen die Version des Predigers in Mittel. Haben etwas höhere Laufgeschwindigkeiten, so ist viel schon ganz wichtig. Pass auf. Eins am anderen jetzt erstmal. Wir brauchen für jedes Kommando-Teil. Das Outfit selber hätte ich gerne einen 6. 6, 12, 18, 24 für diese Rüstungsdinger bei euch.
Ist mein Kleber. Da. Komm, weißt du was? Fertig. So. Das brauche ich auf jeden Fall. Wir brauchen von den Teilen nochmal hier. Das hier bleibt für die M60 liegen. Eisenbrecher, Bunkerknacker, strukturelle Klammermod und Schwertkopf von wegen. So, damit wir wieder ordentlich Blockschaden damit austeilen können. Dann brauchen wir Baublöcke. Ich werde mal wieder 100 Stück machen. Bald wieder den besseren Knüppel. So. Wegfahren. Das hat gar keinen Sinn so. Ich habe natürlich jetzt auch kein Benzin groß dabei, ne? Bin jetzt einfach abgehauen. Aber wir können natürlich. Das erste ist unsere Game Station hier nicht so hoch, das kriegen wir mal hin. Weil das hier halt nicht nur spawnt, sondern direkt schreien. So viele Sachen müssen wir erst wieder aufbauen. Wrench. Der ganze Keks, der dazu gehört. Wir haben genug Sprit, dass wir einmal ganz kurz nach Hause fahren und gucken, ob die jetzt gedespawnt sind. Das ist halt dann schief gegangen, ne? Rohstoffe? Ja, hier ist Benzin drin. Dann gehen wir gleich sowieso erstmal am nächsten Tag das Dings holen. So, pass auf. Da ist auch unser Stahlknüppel wieder. Schaden pro Schlag, da sind wir schon mal wieder gut mit dabei. Danke, mein Freund, du gehst wieder rein. Gut, die Kommandoausrüstung, ja? Eisenrüstung. Oh, wow. Kommando-Outfit. Kommando-Handschuhe. Kommando-Helm.
Kommandostiefel. Komplettes Sechser-Set. So viel hat man nicht mal beim letzten Spielstand. Also beim letzten Leben, sozusagen. So, zack, 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 das wieder rüber. So. Vollständiges Set. 50% Wiederherstellungsgegenstände funktionieren 50% schneller, das ist saugut. Und hier haben wir jetzt eine erhöhte Laufgeschwindigkeit um 20%. Fernkampfschaden erhöht um 50%. Natürliche Schaden um 20%, das ist auch richtig gut. Und Betäubungswiderstand nochmal plus 20%. Sehr schön. So. Und wir sind auch noch relativ schnell damit unterwegs. Gut, jetzt sieht es schon fast aus, als wäre nicht viel gewesen, ne? Jetzt modden wir unseren Kram noch in Ruhe durch. Wir haben hier Plattenpanzer, wir haben Taschen. Apropos Taschen. Doppeltaschen, Dreifachtaschen kann ich nicht, Taschen auch nicht. Gut, dafür reicht es nicht mehr. Irgendwo ist halt auch mal Schluss. Verändern die schon mal rein. Apropos. Verändern. Die geht da nicht rein, okay. Die geht da rein. Mods. Fitting Mods. Größe minus 10. Mal durch die nehmen, ist mal egal. Ja, mehr rein. Nämlich Mod. Wahrnehmungs-KI ist rein. Nee, Wahrnehmung auch nicht. Zigarre haben wir auch nicht, ne? Wir haben nichts mehr, wir sind die arme Schweine gerade. Wir können wahrscheinlich froh sein, dass wir einfach unser Leben haben. Erstmal hier nicht mal da rein, so viel schon mal klar. Sehen können. So. Die übrigen Mods können wir erstmal nicht gebrauchen. Okay, die Folge läuft jetzt seit 20 Minuten. Rohstoff. Sehr schön. Als nächstes brauchen wir eine M60. Kein, haben wir nichts für da. Müssen wir das fahren gehen. Na gut. Ich würde sagen, unsere erste Mission steht da und dass wir uns unser Bike wiederholen. Dass es aber da vorne ist, können wir vielleicht einen kleinen Quest annehmen. Der da drüben ist. Und dann machen wir das direkt auf einen Weg. Ja, das machen wir jetzt nicht. We always need someone to do hurry. I have a protection payment coming up. It's good to see you again, huh? Let me know if you need anything. Ja, es ist ein bisschen komisch, zwei Quests zu machen, aber ich will jetzt erstmal wieder reinkommen. So. Ich hätte auch eine Dreierbefallene gemacht oder so, aber das hatte ich da gerade. So. Ich war ein Aufwärthammer. Wir haben gar nichts. Wir haben die arme Säcke. So, warum fahre ich nicht los? Ganz einfach, weil meine. Weil ich kein Benzin habe. So. Hier ist nichts zu holen. Zu verchecken haben wir jetzt nichts. Alles klar. Mal los. Den Weg sollten wir noch kennen. Das ist ja früher oft hergefahren. Es ist schon ein bisschen wild, was letzte Folge passiert ist, ne? Wenn man sich das überlegt, was da passiert ist. Dass da einfach jemand einen ankotzt und man 120 Schaden kriegt. Das Höchste, was ich in meiner Testkonstellation gekriegt hatte, waren 30, 40 Schaden. Und da hat er mich voll getroffen, manchmal auch mehrmals. Gut, da kam der Blutungsschaden dazu, klar, logisch.
Aber eigentlich hätte ich auch noch eine Sekunde Zeit haben müssen, wie mich dann der andere Zombie noch so im letzten Moment erwischen konnte. Das wäre auch noch ein kleines Rätsel. Entweder kann der plötzlich die Luft treffen, was ich noch nicht erlebt habe. Oder er hat halt in dem Moment irgendwie geschlagen und die Hitbox war 6 Meter länger als gedacht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Jedenfalls sind wir dann zum Glück von Jen gerettet worden, nach Hause geschliffen worden. Unsere Ausrüstung zwar völlig zerstört, aber wenigstens sind wir noch da. Das ist jetzt so mein Gedanke. So. Jetzt fahren wir mal eben darüber in das Dörfchen. Holen uns als allererstes jetzt unser Motorrad. Dann fahren wir jetzt als erstes hin. Weil ohne Motorrad, boah, muss das sein. Ja, guck dir das an. Das geht hier mit dem E-Bike schon einigermaßen, ne? Wollte ich mal reden, aber das ist schon ein bisschen was anderes. Hatten wir nicht damals die Superlader-Mod hier drin? Da geht das Minibike ein bisschen schneller vonstatten. Ich hatte auch damals gar keine Ambition zu fliehen, weil eigentlich war die Sache noch unter Kontrolle. So. Normalerweise habe ich ja gesagt, wenn es zu gefährlich wird, gehen wir einfach. Das hätte ich auch gemacht. Aber da war ja nichts gefährlich. War ja eigentlich alles entspannt. So. Auf jeden Fall kein Recht, zu fahren, die zu holen. Deswegen mache ich das auch nicht. Das Gebäude müsste ja noch frei sein, aber ne, das haben wir nicht verdient. So, wir sind jetzt jedenfalls schön im Kommando hier unterwegs. Kritische Verletzungen heilen schneller, finde ich gut. Was bist auf? Komm du mal her. Los. Wir haben noch keine Ranch und so, das kommt alles noch. Das muss ich jetzt erstmal alles wieder bauen. Wieso kriegen wir denn mehr EP? Achso, das war Bluten. Weil daran habe ich nichts geändert. Irre war auch wirklich, ich bin jetzt gerade her, irre, ne, wenn man sich überlegt. Die stärkste Waffe da nicht für viel gerissen hat. Ich glaube, mit Überlebenskünste sind wir ganz gut dabei insgesamt. Sollte nicht langweilig werden. Wie gesagt, sollte nicht langweilig werden und gleichzeitig. Trotzdem irgendwie ein bisschen Challenge. Gut, jetzt in dem Fall ist hier ein Zweierquest. Da sollte jetzt wirklich keine Probleme geben, außer uns kotzt mit dem Zombie an, der dann meint, jetzt zu one-shotten. Ja, solche Sachen nehmen wir jedenfalls in Zukunft wieder mehr mit. Mehr Stoff. Stoff brauchen wir einfach. Was wir jetzt wirklich jetzt liegen lassen können, und zwar immer. Selbst in die Zweierquest bei den Feralen rum, ja. Immer den Knüppel zwischen die Beine, das mögen sie, ne? Ja, klar. Oh, Matratzen, sehr gut. Ich vergesse, was ich sagen wollte, ist weg. Genau, Wasser können wir auf jeden Fall liegen lassen, weil wir haben so viel Wasser zu Hause. Da haben wir keinen Stress mehr mit. Stoff.
so viel dazu, dass er erledigt sein sollte. Ne? Bücher. Gut, wir verkaufen. Das ist sowieso erstmal alles Mögliche. Na, es dauert zu lange, die Wichs zu schlagen. Jetzt, naja. M60. Oh, gut, dass wir noch keine gebaut haben. Da hätten wir uns geärgert. Wir können auf jeden Fall von unserer Magnum-Munitionssorge noch ein bisschen was verkaufen. Da kommen wir ganz schnell wieder zu ein bisschen Geld. Das ist aber gar nicht so schlecht, glaube ich. Können wir jedenfalls mit unserem Bike deutlich schneller zurückfahren. Ich finde das gut, da kommt ein bisschen die Strafe dafür, dass man trotzdem verloren hat. Und dass es bugbar ist, dann so der Mittelweg, dass wir sagen, okay, wir fangen halt bei Null an. Sozusagen. Wir haben nichts mehr und müssen das alles wieder aufbauen. Mit den Sachen, die wir haben, kommt natürlich jetzt ein bisschen was machen. Aber würde jetzt sowas nochmal passieren, hätten wir halt kaum Möglichkeit, sowas mal eben schnell wieder aufzubauen. Rap-Kits und so ein Kram, alles nicht mehr da, ne? Ich glaube, hier war auch nichts drin in dem Bike, ne, oder so. Wir haben so alles auch mitgenommen gehabt, glaube ich mal. Da ist nur das Bike drin. Naja. Den Schreier vorbei, weil wir werden unser Ausrüstung wieder aufbauen. Ey, das ist ja wohl ekelhaft. So. Ein Congratulations. I can make my payment to the Duke now. Anything particular on your mind? I've got enough of those for now. Sorry. Hey. Mods. Welche Taschenmods vielleicht? Standhaftigkeit Mod? Die ist, glaube ich, gut. That was a good deal. Trust me. I'm a doctor. Genau, Standhaftigkeit braucht mir einen Punkt drin. Das heißt, den holen wir uns jetzt erstmal. Indem wir einfach ein bisschen Munition verscherbeln. Da kriegen wir 1800 zusammen und dann haben wir auch genug und dann können wir die Mod schon mal kaufen. Dann sind wir jetzt schon mal in der Standhaftigkeit auch wieder von dem Niveau unserer Kraft der Maschinenpistole und so. Wieder auf dem Stand, wo wir vorher waren. So. Ja, pass mal auf. Magnum-Munition nimmst du 3 bis 6 raus. Das wird hier vollkommen auch 3 Stück, ist völlig egal. So. Was war los, sind sie mal los, beziehungsweise was wir Geld haben und Geld. Ja, in Kambat sei, das sind wir schon nicht mehr gewöhnt, ne? Haben wir schon zu lange nicht mehr gehabt. Aber da arbeiten wir dran. Kriegen wir hin. Top tier treatments ready. Okay, von den Mods kann ich mir trotzdem die Standhaftigkeitsmod leisten. So. Alrighty then. Stay safe out there. Für diesen Gegenstand kann ich nur 108 kaufen. Okay. Ändern. KI da rein. Direkt nochmal verändern. Die Taschenmod noch hinterher. Und schon haben wir hier unsere Standhaftigkeit wieder auf 7. Check. Ich muss mal in den Osten. Ich will doch mal eben irgendwie zum einen gewöhnen. Erstmal eine Dreierquest oder sowas.
I've got a bit of a problem. I had a good feeling about you. Good luck. Einfach erstmal wieder warm zu werden. Ne? So. Sechs Questpunkte. Das wünscht dir rumgewuselt, der Typ. So. Da durch. Schade, da klappt kein. Würde ganz cool sein. Happy Sleep Motel, das hatten wir schon mal. Ja, an das erinnere ich mich noch sehr gut. Du bist ein Pferd. Okay. Hier. Moment. So. Ich würde jetzt, da wir nur abholen müssen, holen wir uns die Vorräte. Oh, gnädigste. Sie haben ein schönes Höschen an. Ich habe nur abholen müssen, holen wir uns jetzt die Vorräte und machen sonst auch nicht viel weiteres. Und der Final Loop natürlich. Hier rein. Dahinter. Und dann der Sort hat mir den Rest gegeben. Ja, kommt drauf. So. Fest fertig, sehr schön. Ich glaube, der Final Loot ist da vorne im Diner drin. So, bitte. Gut. Ja, einer aber wenigstens wenn gerade einen wenigstens ein Magazin für Rüstungsmod packen können. In die hier. Also egal. Hauptsache wir haben. Das ist der feine Loot. Lass uns hier hochkommen. Ich bin nicht auf dem engsten Raum mit den Schlagen. Hier raus? Nee, ich glaube nicht. Na gut. Ich
Geschafft. Sehr schön. Der Silber ist wert. Mit. Was haben wir hier? Und mit. Und das hier. Pack alle ein. Pack alle ein. Die sind beide was wert. Zerlege ich das mal. Machen wir das mal ein. Dann spielen wir uns jetzt den Poppes ein. So. Was haben wir denn hier Schönes drin? Nochmal, sehr gut. Die können wir auch immer gebrauchen. Gut. Machen wir die neue mal auf. Stahlglocke, schön. Ödlandschätze hier. Das machen wir einfach so. Packen wir mal ein. Die könnten wir hier, pass auf. Den zerlege ich, dann zerlege ich den. Die nehmen wir und jetzt haben wir so ein. So, passt doch. Müssen wir hier nur noch wieder raus. Gibt es hier einen schnellen Ausgang? Sieht nicht so aus. Na gut. Dann gehen wir in die Treppe hoch hier. Vorfinden nutzt sich sonst mit der Wege ab. Sehr schön. Da können wir auch mal aufmachen hier. Es gibt noch einen Shotgun-Bonus, den weiß ich gar nicht, was wir da in Spurfinden. Da. Die meisten Holzblöcke kannst du mit einem einzigen Schuss beseitigen. Und man kann die großen Flintenmunition-Blöcke bauen. So. Geld. Der war auch gerne, oder? Haben wir da noch Schönes? Nachtpirscher. Füge dein Opfern im Schutz der Dunkelheit mehr Schaden zu. Füge mit Schleichung mit 10% mehr Schaden. Ja, warm haben wir, ne? Gut. Ist die Frage, ob wir eben hier beim. Ja, beim Wreck bin ich keinen Kristall der Tür, da bin ich nur. Wir gehen zu Jen zurück. Wir müssen sowieso unser Inventar erstmal leer machen. Wir haben nämlich keinen Platz mehr. Nach wenig Platz kommt kein Platz. Wieder bei Jen. Mal eben hier gemütlich durcharbeiten. Gleich müsste auch unser Sterben mahnlos erledigt sein. Unser letzter Quest heute wird ein Vierer-Quest sein. Und dann haben wir das. Hello, Traveler. Don't spend it all in one place. But if you do, all supplies sterilized. Kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben. Das Geld kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Wir behalten noch das kannst du haben. Die lerne ich noch, hab ich vergessen. So. Thanks for letting me take care of you. Wow, I. Didn't think you had it in you. I power Good job. Nicht, aber die war mit und die Heimlichmann immer noch mit. Sehr Safe schön. Supplies, right here. Gut, pass auf. Aww, nothing is all supply. You know, a few things turned up missing the other day. You don't know anything about that. If you do this for me, okay, be careful and try not to get yourself killed. Nee, das muss jetzt so redemption sein. Wir müssen nur in der Vierer aufhören. Wir können es nicht irgendwie nur 2 und 3 machen. Ein bisschen Redemption muss schon sein. So. Du hast mal her. Ich schlag dich mal kurz wittelweich. So. Das kann rüber, das kann rüber, das. Und jetzt auch mal essen, ist gerade egal. So, das. Das bleibt da, das bleibt da, das bleibt da. Das kann auch hier bleiben. Das. Obwohl, die was. Aber der bleibt mal mit hier. So. Dann werde ich jetzt mal schnell was zu Futtern reindübeln. Hier noch ein schönes Shepherd's Pie. Tanken.
legen wir los. Noch keine Rapkits, müssen wir ein bisschen vorsichtig fahren, dass wir das Bike nicht kaputt machen. Ich höre gleich beim Quest dazu. So, wir sind gleich da. Da vorne ist Butcher Pete's. Na dann. So, das ist mal hier. Das ist ein Zeug, was wir nicht brauchen. Dann mal hier. Stoff nehmen wir auf jeden Fall mit. Da geht's nicht weiter. Von draußen, ne? So. Stoff brauchen wir halt viel. Wir haben jetzt sehr viel verbraucht heute. Oh, wir erinnern uns. Lieber, wir haben das gestern als. Ira auf Irre gemacht. Aber Irre scheint auch irgendwie so zu sein. Also, ich habe jetzt gelesen, dass es so ist, dass Irre der Spielstand war. Anders. Das alte Irre. War das jetzige Krieger. Wir haben die Schwierigkeit gerade um 2 Punkte erhöht, sozusagen. Das erklärt auch, warum manche Leute Startschwierigkeiten hatten, weil selbst der Nomade und so deutlich schwer geworden sind. Ach, das wollte ich gar nicht. Na egal. Shit happens. Naja gut, weiter geht's. Wir werden es jetzt hier nicht aufhalten lassen. Wenn wir den Quest geschafft haben, haben wir dann auch den 6er Aufstieg geschafft. Mal gucken, was danach kommt. Ich schätze, wir werden nochmal eine dicke, fette Abschlussbelohnung kriegen. Kaufen, lernen. Gut. Schön, schön, schön. So. Wollte ich auch gar nicht. Rapkit. Rapkit ist richtig gut. Raus. Sieht man, mein EP-Balken ist auch wieder da. Ist wieder rosa. Das heißt, wir haben es geschafft. Oh, ich wollte nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Meine Bewegungen sind etwas eingerostet. Ich pack das mal ein. So, kann man ja diese einfachen Verbände hier zerlegen, das Gehör zerlegen. Machen wir da. Plastik, ne? So.
ist was zum Heilen, nehmen wir auch gerne mit. Benzin ist sowieso immer eine gute Idee. So, unser Final Loot kommt. Ah, dann haben wir schon keine Encumbered-Dinger hier mehr. So, eine neue AK. Die ist völlig so stark wie unsere, weil wir haben oder nicht haben. Wir haben mal gesehen, wo das ist. So, Dietrich, haben wir zwei Stück. Versuchen wir mal unser Glück. Vielleicht klappt das ja. Weiß man ja nie. Mit ein bisschen Glück. Penner. Nice. Cool, klappt. So. Mal lesen. Das ist schon richtig viel wert. Ja, ist klar. So, zack. Hey. Sehr schön. So, bin noch schön schnell tatsächlich unterwegs, ne, mit der Ausdünge. Also ist gar nicht so schlecht. Mit. Warum haben wir? Okay. Da haben wir doch hier schön erstmal wieder aufgeräumt, würde ich sagen. So. Und das war jetzt der Plan. Genau dagegen zu fahren. Und jetzt erstmal ab nach Hause. Gucken wir mal, was Jen für eine Belohnung für uns hat. So. Absicht. Liebe es einfach mit dem Bike, wenn du so diese steilen Dinger hin und so und dann. Hui! Das liebe ich. Das macht einfach Spaß. Über Stock und Stein zu fahren mit dem Ding hier. Mit der Superlader-Mod geht das auch richtig gut, weil man ein bisschen mehr Speed hat und dann klappt das alles ein bisschen besser. Ohne das, das ist es tatsächlich nicht so einfach. Geht aber auch. Früher hat man auch ständig Schaden gekriegt, wenn man irgendwie zu tief gefallen ist. So ist, weil ich habe irgendwie nicht mehr hingekriegt, dass ich Schaden kriege, bloß. Ach ja, richtig, die Spritze erhöht ja unser Speed auch nochmal um 10%. The name's Jenny. Don't spend it all in one place. Ein Summer. No stim packs. Okay, dann nicht. Hier, braucht kein Mensch. Das kannst du haben, das kannst du haben, das, die kannst du haben. Kannst du meinetwegen auch haben. Wollte nicht. So, ich hätte zerlegen können. Ist egal. So, okay. Thanks for the bit. Well, that didn't take long. So, da haben wir erstmal unsere Belohnung für jetzt den Quest, ne? Dann nehmen wir das hier. So, Tragschrauberteile, legendäres Robotikfertigungspaket. Automatischer Geschützturmpaket. Oder 100 Stahlblöcke. Legendäre Teile würde ich jetzt erstmal nicht mitnehmen. Außerdem erwarte ich eigentlich, dass wenn ich legendäres Robotik-Fertigungspaket habe, dass hier auch legendäre Teile drin sind. Natürlich für einen Sechser Schützturm. Tragi würde uns drei Bücher bringen, glaube ich.
top-tier treatments ready. Maybe next time I'll have what you need. Ja, dachte ich mir, legendäre Teile. Sehr schön. Safe supplies, right here. I just knew you'd find something you like. Ja, mehr gibt's auch nicht. Das ist das Höchste, was wir haben können. Wir haben unsere Quest, die Quest-Serie ist abgeschlossen. Aber die 100 Stahlblöcke, die gehen halt direkt in unsere Hordenfalle. Dann wollen wir mal hier alles ausholen. Und ihr seid dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit dabei. Bleibt gesund, seid und tschüss.